ganz herzlich willkommen heute zur Brisanz-Sendung. Schön, dass Sie bei uns sind. Und wir starten mit unserem Bild des Tages heute. Und darüber könnte stehen, Testfahrt nicht bestanden. Man mag sich nicht vorstellen, was hier hätte passieren können. Ausgerechnet bei einer Notfallübung ist die neue Seilbahn, die auf die Zugspitze führt, havariert. Das bereitet einigen Kopfzerbrechen. Reden wir später noch drüber bei uns in der Sendung. Aber jetzt erst einmal sonst der Tag. Möglicherweise gibt es eine Wende im sogenannten Höxter-Prozess, vielleicht sogar einen Freispruch. In diesem Haus, das später dann nur noch als Horrorhaus durch die Medien gegangen ist, hat ein paar Frauen gefangen gehalten. Und das auf so besonders brutale Weise, dass zwei der Frauen diese Qualen nicht überlebt haben. Nun geht die Verteidigung der Anklage so weit, dass sie sagt, wir fordern Freispruch. Und zum ersten Mal hat die Angeklagte heute vor Gericht ganz offen gesprochen. Das dann sicherlich bei uns in der Sendung. Jetzt schauen wir aber erst einmal in die USA, denn dort spitzt sich die Lage tatsächlich zu an der Ostküste der USA. Florence, der Monstersturm, es wurde ja ganz viel gewarnt und jetzt ist er da. Und die Befürchtung, dass vor allem das Wasser Probleme macht mit Überschwemmungen und Fluten, das zeigt sich schon jetzt in den ersten Stunden. Über diese eingeschlossenen Personen wollen wir auch noch reden. Stefan Niemann ist nämlich für uns direkt vor Ort in Wilmington, also an der Küste von North Carolina, steht da im Sturm. Erstmal vielleicht vorweg, wie ist es bei Ihnen direkt vor Ort? Wie macht sich Florence bemerkbar und wann wird dort der Höhepunkt erwartet? Was Wasser betrifft vor allem, hören wir ja, das ist ja das große Problem. Und wir sind noch mal in den USA. In einer Region von Boston gab es Probleme mit den Gasleitungen und die Folgen sind gewaltig. Gleich mehrere Explosionen hat es gegeben. Dutzende Häuser standen fast zeitgleich in Flammen. 10.000 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Als Vorsichtsmaßnahme hat man in der gesamten Gegend dann erstmal den Strom abgestellt. Was man inzwischen weiß, ein junger Mann ist ums Leben gekommen und es gibt wohl mehrere Verletzte. Betroffen sollen Kunden eines bestimmten Gasversorgers sein. Das Unternehmen hatte erst gestern mitgeteilt, dass wohl Leitungen nachgerüstet werden müssen. Ob das jetzt tatsächlich mit den Explosionen zusammenhängt, das ist noch nicht klar und wird untersucht. Wir schauen auf weitere Nachrichten an diesem Tag, rund zwei Wochen nach den Demonstrationen durch Rechte in Chemnitz, die zu so großer Empörung geführt haben, ist heute ein Mann verurteilt worden. Wir kommen zu etwas, das Autofahrer besorgen wird, zumindest wenn sie mal in diese Ecke müssen. In Wolfsburg geht nämlich ein Unbekannter um, der es auf Autos abgesehen hat, die er ganz schön fies mit Sekundenkleber völlig zuklebt. Und er scheint es ganz speziell auf VW abgesehen zu haben. Die hat er auf dem Kieker. Dahinter kann man den Grund für diese Attacken wohl vermuten. Es wird aber in mehrere Richtungen ermittelt. Der Schaden ist nämlich inzwischen schon enorm. Und zu Brisant gehört auch, dass wir auf die Prominenz schauen. Und das machen wir jetzt. Heute haben wir Schauspieler Lars Eidinger unter anderem, der mal eben die Kleiderordnung auf dem New Pop Festival auf den Kopf gestellt hat. Dann haben wir Peter Lohmeier, der spricht über Freundschaft und Fußball. Und Gwyneth Paltrow, die hat Ärger. Da geht es ums Liebesleben. Hallo, jetzt mehr. Ja, liebe Gwyneth Paltrow, das ging dann wohl doch nach hinten los. Sie hat gerade Ärger mit ihrem, das muss man ein bisschen erklären, florierenden Onlinehandel. Da verkauft sie sehr nützliche Dinge, zum Beispiel für den Haushalt und auch, jetzt kommt es, Sexspielzeug und zwar für Frauen. Ja, Sie haben richtig gehört, von einem Hollywood-Star ausprobiert tatsächlich und dann empfohlen. Da gibt es jetzt nur ein Problem. Die Frauen, die es gekauft haben, sagen, das funktioniert ja gar nicht. Ups, da musste sich Gwyneth Paltrow jetzt was einfallen lassen. Ja, und Spaß hat's gemacht. Also er muss tapfer sein. Ray Garvey hat gestern den Preis fürs Lebenswerk bekommen. Das wirkt ja immer so ein bisschen so wie, Dankeschön, das war schön, das war's. Das wünschen wir ihm mal nicht, so jung wie er ist. Aber er hat gestern selbst noch mal gesagt, wie wahnsinnig seine Reise ist. Von der Parkbank in Baden-Baden, auf der er mal schlafen musste, tatsächlich zum Preisträger fürs Lebenswerk. Auch andere waren gestern da beim New Pop Festival. Lars Eidinger zum Beispiel. Der hat so ein bisschen den Dresscode auf den Kopf gestellt. Er hat sich ja Hawaii-Hemd angezogen zum kurze Hose und gedacht, ach, die Tennissocken mit den braunen Schuhen, das ist noch ein richtiger Hammer dazu. Ja, also es war insgesamt ein bunter Abend. Und wir lernen, bunte Hemden sind bei Männern der neue Schrei und selbst die Ochsenknecht-Jungs werden irgendwann mal älter. So, also die ganze große Musiksause gibt es dann in einer Woche auch im Fernsehen zu sehen. 23.30 Uhr müssen Sie einschalten, genau hier im Ersten. Jungs,
endlich gibt's mal einer zu. Diese beiden tun's. Die richtige Garderobe, die kann auch Männer zu Freunden machen. Wir wussten das ja immer schon. Bei den beiden war es tatsächlich so, Peter Lohmeier und Christoph Franken. Und dann mögen beide auch noch Fußball. Na klar, da war die Sache geritzt. Morgen Abend gibt's die beiden gemeinsam in einem Krimi. Harter, heftiger Stoff, wird sehr spannend. Aber vorher sind sie fröhlich und gut gelaunt hier bei uns. Und wenn es mit den Babys klappt und dem Heiraten, gerne bei uns melden. Ja, freuen wir uns doch sehr. Ja, es ist was los heute bei uns in der Sendung. Jetzt gibt es auch noch Bettgeflüster, allerdings für die gute Sache. Interessant ist, wer da mit wem das Bettlaken teilt. Jetzt mehr. Was diese junge Dame jetzt hier gleich bei uns erzählt, das wünscht man wirklich keinem. Das ist Annemarie Eilfeld, eine bekannte Sängerin. Und die hat sehr unter einem Stalker gelitten. Der Mann hat sie fast krankhaft verfolgt, hat ihr aufgelauert vor ihrer Wohnung, ihre Reifen zerstochen, hat sie immer wieder angerufen. Sie hat natürlich sofort versucht, sich zu wehren, hat da viel aufgefahren. Aber das war alles so schwierig, dass sie tatsächlich dann Berlin verlassen hat, umgezogen ist. Nun erzählt sie bei uns, wie das alles für sie war, wie sie das erlebt hat und auch wie ihr neues Leben aussieht und was sie jetzt für Pläne. Und wir verabschieden uns jetzt flott ins Wochenende, wünschen Ihnen auch ein schönes und freuen uns auf die nächste Woche. Camilla ist dann da. Tschüss.